So, willkommen mal zu einem ganz anderen Video als sonst. Ihr seht es, ich bin gerade nicht unterwegs. Jetzt kommt mal kein Lost Place, kein Crimes, kein Urbexen, keine Challenge und so weiter, sondern mal ein reines Info-Frage-Aufklärungsvideo, sage ich mal. In den letzten Wochen haben sich, glaube ich, ziemlich viele Themen und Fragen angestaut, die jetzt in diesem Video alle mal thematisiert werden. Ihr seht es auch schon jetzt gerade im Hintergrund, die Deutschlandkarte. Es gibt als erstes ein großes Update zur Deutschlandtour, die ansteht. Es gibt neue Informationen über den Zweitkanal Unknown Worlds Gaming, was damit jetzt passiert, wie es damit weitergeht. Ich muss immer nach rechts gucken, weil ich da meine Infos habe. Es startet jetzt, es ist ja jetzt endlich Sommerzeit, es ist jetzt Anfang April. Das heißt, es startet jetzt ein großes Bushcraft-Projekt, wo ich eure Hilfe zu brauche. Zum Schluss des Videos gibt es noch so ein paar allgemeine Community-Fragen von mir an euch. Wo ich dann auch nochmal eure Stimme brauche quasi. Und ja, also im Grunde genommen gibt es jetzt vier Themen in diesem Video. Ich fange jetzt mal direkt mit dem ersten an, was ich angesprochen habe. Unknown Worlds Gaming, unser Zweitkanal, wo wir jetzt fast ein Jahr her, am 21.04. hatten wir diesen Kanal gegründet und mit einem Livestream angefangen. Es sollte ja ursprünglich ein reiner Gaming-Kanal werden. Aber mir ist jetzt mal aufgefallen, ich will den Hauptkanal Unknown Worlds ausschließlich für die Themen und Genre verwenden, wozu der Kanal auch gegründet wurde. Das heißt, Urbex, Crimes, Natur, Post, also einfach dieses, alles, es passt irgendwie alles so zusammen, finde ich. Es hat alles so gewisse Überschneidungen. Es geht primär eigentlich darum, etwas zu zeigen. Und weniger jetzt um unser privates Leben und um die Person hinter der Kamera und so weiter, was ich auch mit den Vlogs versucht hatte. Das, finde ich, soll auf diesem Kanal nicht thematisiert werden. Deswegen wird jetzt unser Zweitkanal, oder beziehungsweise mein Zweitkanal, Unknown Worlds Gaming, nicht mehr ein reiner Gaming-Kanal sein, sondern es wird jetzt der Gaming- und private Real-Life-Kanal werden. Das bedeutet, ich habe ja vor ein paar Wochen schon mal so einen Real-Life-Stream gemacht, wo ich einfach nur so unterwegs war, ein bisschen gebordet habe, ein bisschen am See war und halt sowas, so einfach mal den Livestream überall mit hinzunehmen. Das wird es in Zukunft nur noch auf Unknown Worlds Gaming geben und nicht mehr auf Unknown Worlds. Es wird weiterhin Gaming-Videos geben und auch einfach mal so, wie beispielsweise diese Wrigley-Vlogs, sollten die weitergehen, werden die dann auch auf Unknown Worlds Gaming weitergehen und nicht mehr auf Unknown Worlds. Das heißt, ich kann, wer daran interessiert ist, an Gaming und an privaten Real-Life-Videos, der kann auf jeden Fall Unknown Worlds Gaming abonnieren. Die Links sind ja sowieso alle in der Videobeschreibung. Die Livestreams, die jetzt hier auf Unknown Worlds kommen, drehen sich nur noch um Urbex, Crimes und so weiter, um dieses ganze große Genre. So, und dann seht ihr hier eigentlich das wichtigste Thema in diesem Video, die Deutschland-Map. Ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht und habe alle eure Orte, die mir geschickt worden sind, zumindest die, die es so gemacht haben, wie ich es erklärt habe, mit einem Link oder mit Geokoordinaten. Ich habe alle eure Orte eingetragen. Es sind echt viele Sachen, es ist echt cool. Ich könnte damit jetzt locker schon halt eine 2-Wochen-Tour machen, sagen wir mal so. Mir fehlen allerdings, und das ist das Problem, mir fehlen einige Bundesländer sehr, sehr stark. Also in einigen Bundesländern sind fast gar keine Orte gekommen und in anderen sind dann plötzlich 20 Locations so zusammengekommen. Das ist ein bisschen doof, weil Deutschlandtour will ich ja eigentlich wirklich, denn möchte ich, an die Maus, ja. Deutschlandtour bedeutet für mich wirklich, zack, einmal so mehr oder weniger jedes Bundesland anschneiden. So, jetzt werde ich euch das mal einzeichnen. Das ist jetzt ungefähr aktuell die Verteilung von Locations, die mir geschickt worden sind. Deswegen markiere ich jetzt mal kurz mit roter Farbe, wo ich definitiv noch Locations brauche. Das ist auf jeden Fall MacPom. Das ist in Niedersachsen der nördliche Teil. Das ist definitiv Sachsen-Anhalt der nördliche Teil. Das ist eigentlich auch der südliche Teil von Schleswig-Holstein. Hier ist ja der Harz. Harz will ich ja auslassen. Hier bin ich wirklich gut gedeckt, aber ich bräuchte echt noch was so an der Grenze Rheinland-Pfalz-Hessen. Das wäre so eigentlich der direkte Weg runter nach Baden-Württemberg. Baden-Württemberg sind zwar ein paar Locations, ist aber auch immer die Frage, wie gut man reinkommt und so, ne? Es kann auch einfach sein, dass mir 4 Locations da geschickt wurden und alle 4 sind gar nichts, dann bin ich komplett umsonst da unten. Deswegen gerne auch noch Baden-Württemberg, Bayern.
Und in Sachsen. Sachsen weiß ich, da gibt es richtig, richtig viel in Sachsen. Sachsen hat sich bisher sehr, sehr, sehr zurückgehalten, leider. Thüringen genauso. Jetzt seht ihr ungefähr, wo ich noch Locations brauche. So, also was ich mir wünschen würde von der Strecke her wäre Berlin hoch nach Meckpomm. Meckpomm rüber nach Schleswig-Holstein. Dann wahrscheinlich würde ich aber eher unter Hamburg lang. Durch Niedersachsen. Sagen wir mal so hier. Dann natürlich das Zack, das Ruhrgebiet hier, das wird halt ziemlich krass sein. Und dann würde ich halt gerne entweder durch Rheinland-Pfalz oder durch Hessen runter nach Baden-Württemberg, je nachdem. Ich kann auch einfach hier wieder zickzack fahren, ist eigentlich relativ egal. Baden-Württemberg, dann natürlich Bayern, Thüringen, Sachsen. Eventuell dann hier auch einfach so hoch durch Sachsen-Anhalt und so wieder nach Berlin. So stelle ich mir ungefähr die optimale Tour vor. Und damit diese Tour so funktioniert, brauche ich halt wirklich Orte, Meckpomm, Schleswig-Holstein, Nordniedersachsen. Das ist aktuell das Wichtigste. Außerdem Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Wenn ihr dort Locations habt, dann schickt mir die bitte entweder als Google Maps Link oder die Geokoordinaten. Das Einfachste ist wirklich der Google Maps Link. Das ist auch todeseinfach. Ihr müsst einfach nur am Computer oder am Handy den Ort quasi markieren, dann den Link kopieren und mir den einfach schicken. Mit ein paar Worten noch zu der Location. Den kann ich ihn einfach direkt einspeichern. Und ihr seht hier die roten Punkte wirklich. Wenn ihr da Locations kennt, wäre es super, wenn ihr mir die schicken könnt. Wenn da jetzt nichts mehr kommt, wird wahrscheinlich die Tour eher so aussehen, dass ich mir selber noch hier irgendwas suche und dann fahre ich halt straight so rüber, mache so. So, das wäre, wenn jetzt, dann müsste halt leider tatsächlich hier, ihr seht es, der komplette Norden weg sein, der komplette Süden wäre weg und es wäre dann eigentlich nur, ja, eine halbe Deutschlandtour, eine Mitteldeutschlandtour, wenn man so will. Deswegen gerne, gerne, gerne noch Locations schicken. So, das nächste Thema ist nämlich Bushcraft. Ich möchte jetzt über den Sommer, Herbst, Frühling einige Bushcraft-Projekte anfangen. Und am liebsten wäre es mir halt, das in einem Gebiet zu machen, wo mir das genehmigt wird. Dass ich da nicht jedes Mal so ein bisschen auf Glück spielen muss, erwischt zu werden oder ob der Waldbesitzer kommt und es gar nicht will. Vielleicht kassiert man sogar noch eine Anzeige. Das bedeutet, wenn ihr in Brandenburg Wald besitzt und mir dort ein Bushcraft-Projekt genehmigen würdet, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Am liebsten wäre mir das Havelland. Das bedeutet das Gebiet westlich von Berlin. So über Potsdam oder auch über Nauen, über Falkensee, eventuell auch hier bis Rathenow hin, das ist mir jetzt auch nicht so schlimm. Aber ansonsten würde auch unter Potsdam gehen, überall wo hier halt Wälder sind. Das Ding ist, ich möchte jetzt eigentlich nicht mehrere Stunden dahin fahren. Dann hat man wahrscheinlich irgendwann keinen Bock mehr auf das Projekt. Deswegen wäre wirklich hier dieses Gebiet mir am liebsten, wenn ich da irgendwo im Wald das Bushcraft-Projekt anfangen könnte. Das heißt, wenn ihr Waldbesitzer seid oder jemanden kennt und vermitteln könnt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Dieses Projekt wird jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich noch im April anfangen. Ich habe da sehr, sehr krasse Sachen geplant. Auch einfach so Sachen, die es noch nicht gibt. Ich will da jetzt nicht mehr irgendein Shelter bauen oder so, einfach das machen, was jeder schon gemacht hat. Ich habe mir da echt ein paar Sachen überlegt, sagen wir mal so, die ich ziemlich cool finde. Das wird dann wahrscheinlich auch erstmal die nächsten Wochen immer das Mittwochsvideo abdecken. Jetzt haben wir die wichtigsten drei Themen abgedeckt. Anorworlds Gaming ist jetzt auch ein Real-Life-Kanal. Die Deutschland-Tour und das Bushcraft-Projekt. So, und dann könnt ihr jetzt kommen noch zwei Community-Themen. Und zwar möchte ich jetzt mal von euch erfahren, was ihr aktuell am liebsten
sehen wollt. Was soll jetzt eigentlich aktuell eurer Meinung nach am ehesten kommen für eine Art von Video? Wollt ihr jetzt aktuell Urbex sehen, Lost Places am Tag oder wieder so Gruseltouren nachts, wo ich allein in irgendwelche Häuser einsteige? Wollt ihr Unknown Crimes wieder sehen? Soll mal wieder eine Challenge kommen? Soll mal wieder irgendwas in einem Naturpark kommen? Ihr seht ja alle meine Playlists, die ich habe. Ihr kennt ja alle Genres, die ich auf dem Kanal habe. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was ihr aktuell am liebsten wieder sehen wollt. Und dann richte ich mich auch mal ein bisschen danach, dass da denn auch wieder produziert wird. Und das letzte Community-Thema. Ich spiele jetzt schon seit langer, langer Zeit mit dem Gedanken, und das werde ich, glaube ich, auch maximal einmal im Jahr oder einmal in 2 Jahren machen. Ich möchte ein riesiges Q&A machen. Ein Q&A, wo ich alle Fragen beantworte, die gestellt werden oder wurden. Und das soll halt wirklich nur ganz, ganz, ganz selten mal kommen, sowas. Deswegen könnt ihr mir, ich werde jetzt halt wirklich Fragen sammeln, bis ich so, weiß ich nicht, 50, 60 Stück oder so habe. Also dass es richtig ein fettes Ding wird, dass dann auch alles abgedeckt ist. Von wegen, wo ist Alex, wie viele Anzeigen hast du bekommen und so weiter. Wirklich das, was man halt regelmäßig liest. Das heißt, ihr könnt mir jetzt hier auch unter dem Video oder auf Instagram oder als E-Mail, was auch immer, könnt ihr mir mal alle eure Fragen schicken, die ihr habt. Die werde ich jetzt über Wochen und Monate sammeln und dann wird gebündelt ein riesiges Q&A-Video kommen, wo ich jede Frage, egal was für eine Frage, es wird jede Frage beantwortet, die gestellt wurde, dass dann wirklich mal alle offenen Themen abgedeckt sind. So viel zu dem. Tut mir leid, dass heute mal kein Lost Place kam. Ich war vorhin bei einem Lost Place, aber ich konnte nicht raufgehen, weil einfach zu viele Leute auf der Straße waren, die da in so einem kleinen Dorf und alle Leute haben irgendwie vor ihrem Haus gesessen und Kaffee getrunken. Da hätte ich theoretisch 5 Meter neben einer Familie über den Zaun klettern müssen. Das wäre auf jeden Fall nicht lange gut gegangen. Deswegen konnte ich heute leider kein Urbex-Video drehen. Und ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen. Ich hoffe, ihr beteiligt euch jetzt aktiv an den Themen, die ich angesprochen habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Und ich würde sagen, bis dahin, haut rein.